Jahrelang war Jessica Simpson dem Alkohol verfallen. 2017 begab sie sich in Therapie. Heute feiert die Sängerin einen weiteren Meilenstein im Kampf gegen die Sucht. Auf Instagram postete die 44-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, welches offenbar in einem Flugzeug aufgenommen wurde. Heute vor 7 Jahren bin ich selbst ins Licht der Alkoholfreiheit getreten, schreibt die Sängerin und Schauspielerin dazu. Die Mutter von 3 Kindern war jahrelang dem Alkohol verfallen. Vor einem Jahr postete sie ein Foto von sich, auf dem sie mit aufgedunsenem Gesicht und ungeschminktem Jogginganzug auf einem Sofa sitzt. Dazu erklärte sie, diese Person am frühen Morgen des 1. November 2017 ist eine nicht wiederzuerkennende Version von mir selbst, schrieb sie über den Moment, in dem ihr klar geworden sei, dass sie sich ihr Licht zurückholen und ihren inneren Kampf um Selbstachtung gewinnen müsse. Ich persönlich musste damit aufhören, Alkohol zu trinken, weil mein Verstand und mein Herz in dieselbe Richtung kreisen und ehrlich gesagt war ich erschöpft. Das Trinken, so erklärte sie damals, sei nicht das Problem gewesen. Das war ich. Ich habe mich nicht geliebt. Ich habe meine eigene Kraft nicht respektiert. Jessica Simpson kämpfte jahrelang gegen ihre Sucht. In ihrer 2020 erschienenen Autobiografie Open Book berichtete sie über ihre Alkohol- und Tablettensucht, und auch über jenen Tag an Halloween 2017, als ihr klar geworden sei, dass sie gegen die Sucht ankämpfen müsse. Sie sei nach einer Party so betrunken gewesen, dass sie ihre Kinder nicht anziehen konnte. Der Grund für die Sucht war nach Simpsons Angaben, dass sie als Kind im Haus von Freunden ihrer Eltern missbraucht wurde. Aus Scham hatte sie den Vorfall ihren Eltern verschwiegen. Ich war das Opfer, aber irgendwie habe ich mich auch schuldig gefühlt, schrieb sie in ihrem Buch. Erst mit 12 Jahren habe sie ihren Eltern schließlich davon erzählt. 2017 entschied sie sich dann zu einer Therapie. Nur ihre engsten Freunde und Familienmitglieder hätten bis zu diesem Zeitpunkt von ihren Problemen gewusst. Inzwischen lebt sie einen gesunden Lebensstil ohne Alkohol. Sehen Sie oben im Video, ob im Radio oder auf der Kinoleinwand, Jessica Simpson ist den meisten ein Begriff. Ein radikaler Imagewechsel machte sie Ende der 90er zum Weltstar. Doch was wurde aus dem einstigen Popstar?